Jetzt im dritten Teil zeige ich Ihnen, wie man ein einseitig geschliffenes Messer schleift. Das ist ein Debbermesser, das ist ein Debbermesser und das ist ein Sashimi-Messer. Und die sind beide einseitig geschliffen. Nur diese Seite geschliffen. Anderer Seite gibt es eine Hohlschliff. Jetzt lege ich das Messer auf dem Schleifstein, dabei diese Fläche einfach flach so auf dem Stein. Jetzt muss man nicht, also das ist ein einseitig geschliffenes Messer, gibt es schon hier einen Winkel, das heißt, muss man nicht hier 2-3 Münzen hoch machen, das ist dann jetzt zu viel. Man legt einfach auf die Fläche direkt auf dem Stein. So, dann fange ich an. Also Finger zuerst auf die Spitze, also schneide. Dann Druck zurück. Also beim Zurückgehen habe ich das Messer auf dem Stein, aber meine Finger jetzt ganz locker. Und dann, wenn ich nach vorne gehe, drücke ich. Jetzt ganz locker lassen, Finger zurück. So. Bis zum unten gehe ich noch mal nach oben. Benutzen Sie immer die ganze Fläche, nicht nur so, sondern groß bewegen. Und gucken Sie, dass Messerwinkel hier immer 45 Grad ist. Also legen Sie nicht so oder auch nicht so. Hier gucken Sie immer 45 Grad bis 50 Grad. So, Schulter ganz locker. Oben bis zum unten. Und das wiederholen Sie, bis der Grat entsteht. So, jetzt mache ich einmal sauber. Gut. So, wenn ein Grat da schon entsteht, dann jetzt Finger, also zuerst hatte ich den Finger hier, wo die Schneide ist, jetzt lege ich ein Stück höher, weil ich möchte nicht, also das Messer sollte man nicht nur hier die Schneide schleifen, sondern diese ganze Oberfläche muss geschliffen werden. Deswegen zuerst Finger auf die Schneide, danach auf die Linie. Und dann die dritte Schicht auf die Linie, also ich meine vom Rückseite. So, jetzt Finger ein bisschen höher und das Gleiche. So. Und wenn der Stein trocken wird, kann man immer wieder ein bisschen nass machen, damit das Messer besser rutscht auf dem Stein. So, jetzt letzten Schritt. Noch ein Stück höher, also von der Rückseite. Genau auf die Linie vom Rücken. Schleifen. So. Stück höher. Es ist nicht so einfach, schleifen und sprechen.
jetzt gucken. Sieht gut aus. Jetzt werden wir mit Zeitungspapier den Grat entfernen. Jetzt mache ich einen Schnitttest. Mal gucken, ob das Messer scharf geworden ist. Wie Sie gesehen, wunderbar. Das Messer können Sie natürlich im Internet unter www.japanshop-morita kaufen. Wenn Sie fertig sind mit Messerschleifen, dann schleifen Sie die Schleifsteine, weil es bleibt nicht gerade, ne, gibt so eine Delle durch Schleifen. Das muss man jedes Mal gerade machen. Dafür braucht man so einen Abdichtstein. Einfach die ganze Finger, nicht Finger, die Hand drauf und so kann man den Stein wieder gerade machen. Wenn Sie das nicht regelmäßig machen, wird der Aufwand immer größer, deswegen empfehle ich, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Messer geschliffen haben, die Steine auch schleifen. Dann hat man weniger Aufwand. So, also wenn die Delle groß ist, kann man die Seite benutzen, wenn nicht, brauchen Sie nur die Seite. Anschließend machen Sie, also brechen Sie die Kante, damit es nicht gefährlich ist. So, ist schon fertig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen was gelernt haben. Das Messerschleifen ist keine große Kunst, das kann eigentlich jeder. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.